Stefan, sag uns doch gleich mal, worauf wir uns heute einstellen können. Heute stellt sich für mich die Frage, ob es Überholmöglichkeiten geben wird, besonders bei den schnellen Sektionen. Natürlich haben wir DRS, was bei den Geraden helfen wird, doch das hilft alles nichts, wenn man zu langsam aus der vorigen Kurve kommt oder zu weit hinten ist. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Perez, Daniel Ricciardo und Raikkonen, Verstappen, Massa, Sainz Jr. und Nico Hülkenberg. Ocon, Quert, Fernando Alonso und Stroll. Magnussen, Grosjean, Pascal Wehrlein und Jolyon Palmer. Van Dorn. Und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Julian Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Stimme. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.